Willkommen zu einer neuen Folge der Survival-Schule. Heute möchten wir euch zeigen, wie man Norden findet. Wir haben hier zwei verschiedene Methoden aufgebaut und den direkten Vergleich dieser zwei werden wir starten. Einerseits die Methode mit dem Schatten und der Zeit, die vergeht. Auf der anderen Seite ein genullter Schatten, um das mal so auszudrücken. Was das ist, werden wir euch später erklären. Wir haben jetzt einen geraden Stock genommen, diesen in die Erde gesteckt und wie man erkennen kann, wirft dieser einen Schatten. An der Stelle des Schattens werden wir einen Stein setzen zur Markierung und werden jetzt 20 Minuten circa vergehen lassen und danach noch einmal nach beiden Stöcken sehen. Ja, und dann werden wir auch mehr erfahren. Mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht verraten. Ja, bis gleich, eure Survival-Schule. Es ist nun gut eine Stunde vergangen, seit wir den letzten Stein gesetzt haben. Da es gerade kurz nach 13 Uhr ist, Mittagszeit, wandert der Schatten nur sehr wenig. Am frühen Morgen und am Nachmittag wandert er mehr. Aber man sieht, es ergibt hier eine Linie, da wir schon zwei Steine gelegt haben. Und auch beim anderen Stock sollte man einen Schatten erkennen, der in diese Richtung hier geht. Also hierhin. Jetzt im Moment eher tüchtig. Die Sonne hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden einfach noch ein wenig warten und sind dann später wieder für euch da. Ja, die Sonne ist jetzt wieder zurückgekommen. Wir markieren jetzt den letzten Schatten. Und auch hier den Schatten, den das Stöckchen wirft, können wir markieren. Beim Markieren ist es wichtig, dass der Ende des Schattens Anfang Stein ist. Ja, jetzt haben wir, wenn wir das genauer betrachten, eine Linie geschaffen. Ich zeige es anhand eines Stockes. Also an den Steinen entlang eine Linie gelegt. Dasselbe beim zweiten. Wenn man das jetzt vergleicht, die zwei Stöcke zeigen in dieselbe Richtung. Und was dieser Stock zeigt, ist eine Ost-West-Linie. Sprich, wenn ich mich so hinstellen würde, wäre nach vorne gesehen Süden, hinter mir wäre Norden. Somit, wenn ich mich umdrehen würde, würde ich Richtung Norden schauen, zu meiner Rechten Osten, hinter mir Süden, links der Westner. Sepp ist gerade mit seinem Mittagessen fertig geworden und genießt den Tag. Ja, und dasselbe gilt natürlich auch für diese Methode, wo wir das Stöckchen so gesetzt haben, dass es keinen Schatten wirft zum Startzeitpunkt, also so. Mit der Zeit wandert die Sonne und wirft dann einen Schatten, der dann die bereits erwähnte Ost-West-Linie ergibt. Somit kann man die Himmelsrichtung recht leicht erkennen. Weiters würde es noch mit der Uhr funktionieren, dass man den Stundenzeiger Richtung Sonne dreht und von dem ausgehend auf halbem Weg zwischen 12 und dem Stundenzeiger wäre dann Süden. Ja, auch die Bäume, wenn man sie betrachtet, alle abstehenden Äste im 45 Grad Winkel zeigen Richtung Süden. Sie streben nach Licht. Und somit kann man auch hier in der Natur leicht die Himmelsrichtung bestimmen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure Survival-Schule.